So, hallo lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich dachte mir, ich nehme euch heute wieder so ein bisschen mit in meinen Alltag. Ich habe mich gerade im Spiegel angeguckt und habe mich erschrocken. Ich sehe so weiß aus, ich musste mir ein bisschen Puder drauf machen. Ich war ja eigentlich jetzt regelmäßig im Solarium und jetzt war ich schon wieder über eine Woche gar nicht mehr und ich bin wieder so blass geworden, dass ich erstmal dachte, so ist alles okay bei mir. Geht es mir gut oder vor allem hier im Spiegel, ne? Ich sehe so blass aus. Richtig gruselig. Egal. Auf jeden Fall nehme ich euch heute wieder so ein bisschen mit. Ich wollte heute mein Schlafzimmer machen. Und zwar bekomme ich ja morgen meinen Kleiderschrank. Oh, sorry, ich habe mich voll gegessen. Ich bekomme hier morgen meinen Kleiderschrank und deswegen wollte ich da so ein bisschen aufräumen. Muss mein Bett zur Seite schieben, damit die Platz haben, meinen Kleiderschrank da abzulagern. Genau, wer mir das aufbauen wird, keine Ahnung. Ich habe jetzt meinen Kumpel gefragt, er meinte, könnte er. Er muss halt nur gucken, wann er kann. Ja, da würde ich einfach sagen, viel Spaß bei meinem Video. Also mein Schlafzimmer ist ja wirklich Katastrophe. Also hier geht's wirklich ab. Hier ist noch richtig Abstellraum, keine Ahnung nicht was, weil ich hier einfach keinen Kleiderschrank habe. Deswegen habe ich nur das. Nicht darauf achten, es ist wirklich hier Katastrophe, darf man eigentlich niemandem zeigen. Und das muss ich gleich alles machen. Diese Chaos-Ecke, nee, diese, die muss ich auch irgendwie entsorgen. Wie ich das Ganze machen werde, weiß ich noch nicht. Wohin damit? Weil mein Keller ist jetzt auch schon voll. Ich habe nicht mehr so einen großen Keller wie in der alten Wohnung, sondern wirklich einen kleinen Keller. Deswegen keine Ahnung. Oh, Katastrophe. Ich will mein Bett auch umstellen. Ich möchte mein Bett wieder ganz normal nicht ans Fenster stellen, wie es jetzt gerade hier steht. Mein Bett steht ja hier so an dem Fenster. Sieht scheiße aus. Ich will mein Bett wieder so in die Länge haben. Das alles muss ich machen. Genau, also ich zeige euch später das Endergebnis. Ihr habt gesehen, hier herrscht wirklich Chaos. Katastrophe. Ja, Wohnzimmer und so. Wir haben gerade gefrühstückt. Tja, hier haben wir gerade gegessen. Muss ich auch noch alles wegräumen. Küche. Ich muss auch für Küche einen Teppich bestellen. Geht gar nicht ohne Teppiche. Ich mag das nicht. Die Katzen futtern gerade. Genau, dann würde ich sagen, melde ich mich später. Und heute habe ich irgendwie auch voll die Kopfschmerzen. Ich glaube, es liegt wirklich am Wetter, weil draußen regnet es die ganze Zeit, übelst grau. Eigentlich perfekt dafür zu Hause. Ich mag es dann, wenn es so draußen regnet, kalt ist, zu Hause alles gemütlich machen und so. Aber Kopfschmerzen ist da. Meine Schwester kommt jetzt kurz vorbei. Ich finde mich so blass, ich mache mir voll Sorgen. Ich habe jetzt Eisentablette mir geschmissen. Alles, was geht. Ich finde, ich bin voll blass. Guck, das meine ich. Ich habe so schnell Paranoia. Guck mal, ich habe das Gefühl, hier wird auch alles so langsam blau. Ich bin so krank. Man merkt, ich habe diese Angststörung. So, Leute, ich musste mir jetzt ein bisschen Bräunungscreme drauf machen, weil ich habe Paranoia bekommen, dass ich so blass bin. Nicht erschrecken, wie ich jetzt aussehe, das wäscht sich später raus. Ja. Dann sieht das nicht mehr so schlimm aus. Ich weiß nicht, ich kann das nicht, wenn ich so blass bin, schiebe ich mir voll, dass mir irgendwas fehlt. Ja, meine Schwester ist hier zu Besuch da. Ich versuche jetzt ein bisschen aufzuräumen draußen, auch so eklig. Es regnet die ganze Zeit. Woher jetzt voll die weißen Zähne, weil ich so braun bin. Das mal an. Lian hilft mir jetzt. Wir gucken erstmal, wo wir das ein bisschen verstauen können. Ich brauche Platz. Keller ist voll, Schatz. Ach so. Katastrophe. Guckt mal, Leute, so viel ist es gar nicht mehr. Ich gucke jetzt, was in den Kartons so drin ist. Da war gleich noch Badezimmer-Sachen, aber ich habe halt keinen Platz mehr im Badezimmer. Oi. Heftig, ne? Also ich zeige euch das Endergebnis. Ich gucke gerade, Leute, das sind von meiner Wohnwand. Damals die Sachen. Jetzt habe ich hier kein Sideboard und keine Wohnwand. Deswegen weiß ich nicht, wohin damit. Heftig. So, was ich wieder gefunden habe. Das hatte ich immer auf meinem Nachttisch stehen. Ich habe jetzt nur noch so einen kleinen dort.
Hier habe ich noch neue Schuhe, die hatte ich ja bestellt gehabt, die sind zu klein gewesen. Ja. Schade, muss ich irgendjemanden abgeben, aber ich habe keinen. Was sind das denn hier noch, Klamotten? Da sind Lego-Sachen drin. Von euch, ich bringe mal das ins Kinderzimmer. Vielleicht unsere Liebe. Leute, ich bin nass geschwitzt, ey, ich kann nicht mehr. Komplett nass, ich habe jetzt gerade die alte Matratze weggeschmissen. Dann, ich zeige euch mal. Der Stand ist jetzt so. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Den Kleiderschrank habe ich jetzt hier rübergestellt in den Flur. Der hier. Da sind meine Klamotten noch drin, aber sobald mein Kleiderschrank noch nicht da ist, werden die Klamotten drin bleiben. Sonst ja, geht das nicht anders. Und ich zeige euch gleich das Endergebnis. Ich kann nicht mehr. So Leute, ich bin mit Schlafzimmer durch. Mein Kleiderschrank kann morgen kommen. Wie gesagt, hier haben die jetzt Platz, das alles zu lagern. Ich bin fix und fertig. Ich habe jetzt meine Bettwäsche neu bezogen. Ja, das muss ich gleich meine Jacken noch ordentlich machen. Meine Schuhe. Genau, und hier die. Das alles ist halt meine Bettwäsche und sowas. Kommt alles in den Kleiderschrank morgen. Mein Bügeleisen, Kissen und sowas. Das muss leider noch da so bleiben. Da sind noch Handtücher und dieses Fotodings. Das kommt alles auch noch weg. Aber ganz ehrlich, Leute, wie es vorher aussah und jetzt, habe ich ganz gut hinbekommen. Noch Gardinen, Kleiderschrank, dann wird das richtig schön. Hier kaufe ich weiße Teppiche hin, so kuschelige, und eine schöne kuschelig weiße Decke drum, Tagesdecke, und dann wird das so schön aussehen. Also ich bin zufrieden. Mein Flur sieht aus, zeige ich euch nicht. Das mache ich jetzt. Ich muss jetzt alles in den Keller bringen, Staubsauger, Müll, Keller. Ich drehe am Rad. So, Leute, den Rest mache ich später. Ich bin fix und fertig. Wir haben schon kurz vor 4. Ich muss noch unbedingt Mittagessen kochen. Das bringe ich später runter. Die ganzen Regale lasse ich, glaube ich, erstmal, weil es auch immer hin und her schleppen, weil ich brauche die ja für die Wohnung. Tue ich dann vielleicht irgendwie meinen Kleiderschrank erst oder zwischen meinen Kleiderschrank, keine Ahnung. Aber ich bin tot, ne? Ja, so sieht jetzt mein Schlafzimmer aus. Wäsche muss ich noch machen. Ja, schon viel besser, ne? Jetzt ist aber Wohnzimmer auch chaotisch. Die Decken muss ich runter machen, die sind schon dreckig. Ja, aber wir machen jetzt erstmal selbstgemachte Pizza. Also der Teig ist schon fertig. Ich sehe heute voll K.O. aus, keine Ahnung. So, wir machen jetzt Pizza. Ich habe voll vergessen, Thunfisch zu kaufen, Leute. Luis belegt sich gerade seine. Lea wollte zwei Salami. Ich habe eine Putenkäse mit Zwiebel, keine Ahnung, das schmeckt. Jetzt mache ich hier auch noch normale Käse drauf. Und das war's. So Leute, genau so wie ich aussehe, so fühle ich mich auch. Ich bin richtig platt. Pizza ist im Backofen, zeige ich euch gleich, wenn es fertig ist. Bearbeite jetzt gleich schon mein Video. Und ja, mehr werde ich nicht filmen. Ich bin K.O. Aber ich habe hier einiges gefilmt. Genau, ich glaube, mein Flur und so habe ich euch schon gezeigt, oder? Das ist halt noch geblieben, was später noch weg muss. An sich fertig, Schlafzimmer ist ja auch, habt ihr gesehen. Ja, Pizza ist im Backofen. Mmh, yummy. Ist mein Backofen kaputt gegangen. Zwischendurch geht immer dieses Licht aus. Dann muss man draufklopfen, bis es wieder geht. Dazu mache ich uns noch kalte Milch. Okay, hier ist noch ein bisschen Milch. Ich wollte Milch sagen, nicht Pilz. Stelle ich jetzt noch kurz rein. Genau, dann würde ich einfach sagen, verabschiede ich mich für heute. Wie gesagt, ich bin heute einfach schon fix und fertig. Man sieht's. Ja, wenn mein Kleiderschrank da ist, zeige ich euch alles, wenn er aufgebaut ist. Genau, lasst mir Feedback da, einen Daumen nach oben und bis bald. Ja, ich finde das voll gemütlich. Ich habe jetzt Gardinen bestellt. Die kommen die Tage an und mein neuer Teppich. Dann zeige ich euch das.